So, und wie macht man das jetzt? Ja, wie minimieren wir eine Funktion? Jetzt kommt die Kurvendiskussion. Jetzt muss man also eine Kurvendiskussion machen. Ja, und wir werden jetzt keine Kurvendiskussion hier machen und keine Wendepunkte ausrechnen und sonstige komischen Sachen. Aber was man jetzt braucht, sind Ableitungen. Okay? Ja, also jetzt brauchen Sie endlich mal die Ableitungen, wo Sie vielleicht lange gedacht haben, dass Sie die nie brauchen. Wobei, vielleicht sind ja auch Mathematiker unter Ihnen, also die das dann doch brauchen oder sowas, oder Physiker. Also jetzt brauchen wir also die Ableitung. Kurze Erinnerung, was nochmal die Ableitung war. Die Ableitung, die berechnet die sogenannte Steigung. Ja? Sie haben also hier so eine Funktion, f von x heißt die jetzt mal. Dieses x hat jetzt nichts mit unseren Datenpunkten zu tun. Das ist jetzt einfach nur Ihr Reminder von früher. Da hießen die Funktionen immer f von x. Ja? Erinnern Sie sich vielleicht noch dran. Und wenn eine Funktion g von x hieß, dann war sie schon gleich doppelt so schwer. Ja? Oder wenn Sie mal eine Funktion g von z ableiten mussten, das war so richtig schwer. Und wenn die Lehrerin richtig gemein war, dann mussten Sie mal eine Funktion x von f gleich f Quadrat ableiten. Ja, das war richtig schwierig. Ne? Aber das sind ja nur Buchstaben, die kann man natürlich abändern. Das ist jetzt f von x. Das ist diese Funktion, die, man liest das immer so von links nach rechts. Ja? Links nach rechts heißt jetzt, hier geht es bergab, ja? Und hier geht es bergauf. Und die Ableitung, die reflektiert genau das. Ja? Die sagt mir, da wo es bergauf geht, ja, bekomme ich eine positive Zahl ausgerechnet und da, wo eine Funktion bergab geht, da bekomme ich eine negative Zahl ausgerechnet. Ja, das war die Ableitung. Sagt Ihnen also sowas wie die Steigung. Ja? Also wenn Sie also wandern gehen und Sie steigen auf den Berg rauf, dann ist die Steigung positiv die ganze Zeit und auf dem Rückweg ist die Steigung negativ. Ja, das ist genau das Gleiche. So, was habe ich jetzt davon? Naja, mich interessiert ja dieses Minimum hier. Ich will den Trainingsfehler minimieren. Gleich ist das hier also unser Trainingsfehler und unser x ist nicht mehr x, sondern unser x ist w1 und w2 und b. Okay, die wollen wir minimieren. So, und da ist es so, dass uns die Ableitung hilft, sozusagen dahin zu kommen. Und zwar gehen wir einfach immer in die Richtung der negativen Ableitung. Ja, das heißt also, wenn die Ableitung positiv ist, dann gehen wir nach links und wenn die Ableitung negativ ist, dann gehen wir nach rechts. Also wir gehen genau in die entgegengesetzte Richtung von der Ableitung. Okay? Und das Ganze nennt sich dann auch Gradientenabstieg, weil man praktisch den Gradienten berechnet. Der Gradient ist sowas wie eine Ableitung auf Vektoren oder eine Ableitung für Funktionen, die als Input einen Vektor haben. Ja? Und Gradientenabstieg bedeutet also, man rechnet die Ableitung aus von einer komplizierten Funktion und geht dann in die Richtung, entgegengesetzte Richtung vom Gradienten. Ja? Und was heißt jetzt in eine Richtung gehen? Das heißt so viel wie, ich stehe an irgendeiner Stelle, ja, meinetwegen hier habe ich jetzt eine Parametereinstellung gefunden, W1, W2, W3, und der Gradient oder die Ableitung sagt mir jetzt, geh mal weiter nach rechts, dann geht es noch weiter bergab. Dann heißt das so viel wie, dass ich also meine Parametereinstellungen alle in die Richtung des entgegengesetzten Gradienten abändere. Okay? Meinetwegen der Gradient, das ist dann auch so ein kleiner Vektor, der sagt zum Beispiel, ja, jetzt, wenn man bergab gehen will, dann sollte man W1 ein bisschen größer machen, W2 ein bisschen kleiner machen und B ist schon ganz okay, da muss man nichts dran drehen. Ja. Und in unserem Fall bedeutet jetzt, dass man also diese Ableitung ausrechnen muss. Da gibt es nochmal eine andere Notation. Wenn man jetzt kompliziertere Funktionen ableiten möchte, die also einen Vektor als Input haben, dann benutzt man auch dieses Partial heißt das, das ist eine partielle Ableitung. Das ist einfach nur eine andere Notation, wo ich sagen kann, wie die Variable genau heißt, die ich jetzt ableiten möchte. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Funktion habe mit zwei Inputs, haben wir jetzt ja, wir haben ja W1, W2 und noch W3 bzw. B, dann kann ich da genau sagen, nach wem ich jetzt ableiten möchte. Nämlich nur nach der ersten Variable und nicht nach der zweiten Variable. Aber letztendlich ist das also das Gleiche wie dieses F', wenn ich weiß, welche Variable ich meine. Ja? Bei dieser Notation ist es nicht so ganz klar. G' von x, z, ja, wollen wir jetzt x ableiten oder wollen wir z ableiten? Das ist also ein bisschen unklar. Das ist also nur wieder eine andere Notation für was, was Sie eigentlich dann aber kennen. Das heißt also so viel wie, wenn ich dieses Delta nach Delta x rechne, dann heißt es so viel wie, halte mal alle anderen Werte fest, also an z wird nicht mehr gewackelt und wir berechnen jetzt die Ableitung bezüglich x für die aktuellen Inputs, die wir sonst haben. Also, wenden wir das jetzt hier an. Ja, wir haben also hier unsere Funktion, die wir minimieren wollen und
Wenn wir diese Funktion minimieren wollen, müssen wir jetzt also einmal die Ableitung nach W1 ausrechnen, nach W2 und nach B. Ja, und das habe ich jetzt hier mal gemacht. Schauen wir uns das mal an, wie das geht. Wenn ich das nach, erstmal gibt es diese eine Summenregel, das heißt, ich kann so eine Ableitungssymbol da auch in so eine Summe reinziehen. Das heißt so viel wie, wenn ich die Ableitung einer Funktion habe, die die Summe zweier anderer Funktionen ist, dann ist es das Gleiche, als würde ich die Ableitungen aufaddieren. Ja? Ist also egal, ob ich die Ableitung der Summe habe oder ob ich die Ableitung der Einzelterme habe und dann die Sachen aufaddiere. Mathematisch bedeutet das, dass ich das Ding daran vorbeiziehen kann. Ich kann Summe und Ableitung vertauschen. Dann habe ich hier eine quadratische Funktion. Jetzt müssen wir die Kettenregel benutzen. Da gab es irgendwie sowas, Ableitung der äußeren Funktion mit dem gleichen Input wie vorher mal die Ableitung der inneren Funktion. Haben Sie alles mal gesehen? Die Ableitung der äußeren Funktion ist jetzt einfach zweimal den Kram, der reinging. Ja? Ups, und da sehe ich schon, da habe ich hier die 2 vergessen. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das Gute ist, für die Berechnung ist es irrelevant, aber an der Stelle fehlt eine 2. Die machen wir gleich mal rein. So, zack. Und die ist an der falschen Stelle gelandet. Alles klar, prima. Das ist Ihnen jetzt bestimmt auch sofort aufgefallen. Dann machen wir die wieder weg. So, das heißt, wenn ich so eine quadratische Funktion ableite, bekomme ich dann ja, ja, wissen Sie noch, die Ableitung von x² ist 2 mal x. Ja? Das ist sozusagen die äußere Funktion jetzt hier. Man wendet es trotzdem auf den gleichen Input an. Und dann habe ich noch die Ableitung der inneren Funktion. Und dafür muss ich mir jetzt hier diese Funktion anschauen. Ja, und das war ja W1 mal X1 plus W2 mal X2 plus B. Wenn ich das nach W1 ableite, sind alle anderen Terme irrelevant, wo das W1 nicht vorkommt. Und übrig bleibt einfach nur dieser Term X1. Ja. Das können Sie ja mal zu Hause nachrechnen. Ja, es ist wirklich nicht schwierig. Probieren Sie es mal aus. Und wenn Ihnen diese Summe suspekt ist, dann kollabieren Sie die einfach erstmal auf ein Element und machen die Ableitung. Okay? Aber ehrlich gesagt, wir können es auch einmal an der Tafel vorrechnen. Oder ist das zu einfach? Ist nicht zu einfach. Gut, ich zeige Ihnen es einmal, weil das, dann haben Sie nochmal so einen Refresher, ja, was Sie früher gemacht haben. Ich glaube, so ist es mit drauf auf dem Video, oder? Ist es so auf dem Video? Ich glaube schon, ja. Fangen wir nochmal mit was Einfachem an. Ja, hier von die Ableitung, das war einfach f' von x gleich 2x. Okay, dann gab es diese Sache, dass wenn ich irgendwie sowas Verkettetes habe, ja, jetzt, okay, wir machen es einfacher, wir nehmen hier schöne lateinische Buchstaben, so. Das andere waren jetzt griechische Buchstaben, die haben Sie hoffentlich erkannt. Wobei, hat jemand von Ihnen das Graecum? Vielleicht, ja. Wenn ich dieses Ding hier ableiten möchte, ja, also ich sage jetzt mal, diese Funktion nenne ich jetzt mal h von x, und mich interessiert jetzt die Ableitung von diesem h, dann habe ich jetzt die Verkettung zweier Funktionen hier. Nämlich einmal so eine innere Funktion und so eine äußere Funktion. Also eine andere Art, das zu schreiben, wäre dann auch f von g von x. Wobei jetzt das g von x die Funktion alpha x plus b ist. Ja, und dann ist das praktisch, h von x ist so eine Verkettung zweier Funktionen. Ja, und wenn Sie eine Verkettung zweier Funktionen haben, dann gilt die sogenannte Kettenregel. Und das bedeutet, man nimmt die Ableitung der äußeren Funktion, lässt den Input aber so, wie er vorher war, schreibt da also g von x hin. Prima. Und muss das Ganze noch mit der Ableitung der inneren Funktion multiplizieren. Okay, das war die Kettenregel von früher. Wenn ich das jetzt hier anwende auf das h, machen wir das mal. Ich glaube, so bin ich auch noch im Kamerabild. Dann bedeutet das jetzt, dass meine Ableitung von diesem h' von x ist also die Ableitung von f'. Ja, was war f? F ist jetzt in diesem Fall x². Ups, ne, f ist einfach, ja, sagen wir, das ist x². Nehmen wir dafür mal einen anderen Buchstaben, damit wir nicht durcheinander kommen. Ja, für das z setze ich nämlich dann gleich das g von x ein, dann haben wir einen anderen Buchstaben. Das heißt jetzt also, da ist also dann die Ableitung f' ist also die Funktion z² und die Ableitung davon ist 2 mal z. Das heißt f' von g von x ist also dann 2 mal g von x mal die Ableitung der inneren Funktion.
So, dieses Ding nach x abgeleitet, g' von x ist einfach gleich Alpha. Ja? Dieses Ding da hinten ist konstant, ja? Da ist die Ableitung 0, vorderen Ding ist gleich Alpha. Das heißt, das Ganze muss ich jetzt noch multiplizieren mit Alpha. Okay, so weit, so gut. Wenden wir das jetzt auf unser Beispiel aus der Vorlesung an. Ich habe also dieses Teil. Summenzeichen lassen wir mal kurz weg. Und dann habe ich jetzt hier stehen W1 x1 plus W2 plus B minus Y in Klammern zum Quadrat. Dann ist das genau die Situation, die wir da jetzt gehabt haben. Ja, wir haben als äußere Funktion haben wir so eine Quadratfunktion, dieses f. Und als innere Funktion haben wir so eine Funktion, die irgendwie so aussieht, ungefähr. Das heißt also, hier bekomme ich jetzt einfach raus, zweimal, das g von x, also das innere Teil hier, das kopiere ich jetzt einfach nur, b1 mal x1 plus b2 mal x2 plus b minus y, multipliziert mit der inneren Ableitung, und die innere Ableitung nach w1 ist jetzt einfach das x1. Okay, und dann kann ich das Ganze noch so schreiben, in dieser Vektornotation mit w transponiert mal x mal x1. Okay, und dann steht es da. Letzte Regel, die wir noch brauchen, war das diese Sache mit der Summenregel. Das heißt, wenn ich also irgendwie sowas habe wie h von x ist die Summe von f von x plus g von x, ja, dann ist die Ableitung entsprechend f' von x plus g' von x. Ja, da wird also einfach die Ableitung jeweils auf die Einzelterme gezogen. Und wenn ich das noch anwende sozusagen, dann habe ich jetzt irgendwie noch das Summenzeichen auch noch verartet. Frage? Warum ist die Ableitung von W1 mal x1 und nicht W1? Ah, weil ich nach W1 ableite und nicht nach x. Das war diese komische Sache. Ich kann natürlich irgendwie so eine Funktion haben, die so aussieht. Ja, oder nennen wir jetzt hier mal das Ding a. Ja, und dann ist die Ableitung danach natürlich a. Ich kann das aber auch auffassen als so eine andere Funktion, g von a gleich a mal x. Und wenn ich da jetzt die Ableitung ausrechne, meine ich natürlich die Ableitung nach a und dann kommt x raus. Ja? Das ist so ähnlich, also das ist nur das mit den Buchstaben. Man ist eigentlich, oder so war es bei mir früher in der Schule, x war, hatte immer diese Rolle und die anderen Buchstaben hatten immer diese andere Rolle. Ja? Und deswegen ist, also eine Funktion sieht typischerweise so aus. Ja, aber im Prinzip hält mich natürlich nichts davon ab, eine Funktion so zu schreiben. Ja, dann hat der Funktionsname jetzt den Namen x und die Variable hat den Namen f. Ja, und das Ganze ist f². Und das Ding kann man natürlich auch ableiten, ne? Aber es ist total verwirrend. Aber wenn Sie jemanden kennen, der das gerade macht, Kurvendiskussion oder sowas, können Sie dem ja mal diese Funktion hinschreiben und sagen, bitte ableiten. Ne? Und ja, sollte eigentlich nicht schwierig sein. Aber man ist da auf diesen Buchstaben doch so ein bisschen geprimed. Die haben halt bestimmte Rollen. X, Y und Z sind meistens so Zahlenvariablen. F, G und H sind meistens Funktionen. Macht die Sache ja auch einfacher. Ne? Sie nennen jetzt ja die Funktion X oder diese Variable X könnten Sie ja auch Peter nennen und dieses Ding könnten Sie irgendwie Hermine nennen oder sowas. Das würde auch alles gehen, ja. Aber es ist nicht praktisch, wenn man damit so viel schreiben müsste. Ja? Oder Sie könnten hebräische Buchstaben nehmen oder sowas. Ja? Die kommen dann in der Mathematik irgendwann auch vor, in der mathematischen Logik, weil einem die Buchstaben ausgehen. Da nimmt man halt Aleph und sowas. Aber das sind ja nur Bezeichner, die wir irgendwie benutzen. Das sind ja nur Platzhalter. Gut, haben wir also diese Ableitungen ausgerechnet. So, und diese Ableitungen, die geben mir die Richtung vor, wo ich hingehen muss. Das heißt, ich bin jetzt an einer bestimmten Stelle, mein Mischpult ist irgendwie eingestellt, ja. Das heißt, ich habe ein aktuelles W1, ich habe auch ein aktuelles W2 und ein aktuelles B und ich habe meine Trainingsdaten und einen bestimmten Trainingsfehler und kann dafür die Ableitung ausrechnen, an der Stelle W sozusagen. Und dann geben mir diese Zahlen vor, in welche Richtung ich meine Parameter jetzt abändern muss, damit ich bergab gehen kann. Ja? Blättern wir nochmal zurück. Das heißt,
Die Steigung gibt mir also vor, in welche Richtung ich laufen muss. Und das gilt auch in 2, 3 und 4 Dimensionen, indem ich einfach für alle meine Richtungen, für alle meine Parameter die Ableitung ausrechne. Und dann kriege ich halt einen Vektor raus in die Richtung, wo ich gehen muss. Kann man sich fragen, ja, warum funktioniert das eigentlich? Oder was passiert denn, wenn ich am Optimum angekommen bin? Höre ich denn irgendwann auf zu laufen? Ja, und das ist tatsächlich der Fall. Wenn ich also hier bin, da am Optimum, ja, dann ist die Ableitung gleich 0, weil das da flach ist. Ja, und wenn die Ableitung gleich 0 ist, heißt es so viel wie, ich muss an meinen Stellschrauben nichts mehr ändern. Ja, weil das war ja genau so, dass ich das mit dem Ableitung ausgerechnet habe, was ich ändern muss. Und wenn die Ableitung gleich 0 ist, ja, dann ist es also am Optimum angekommen. Okay? Und die Leute, die sich noch sehr an ihre Schulzeit erinnern, die wissen wahrscheinlich auch, bei so einer einfachen Funktion könnte man auch einfach das Optimum ausrechnen. In einem Schritt, in dem man die Ableitung gleich 0 setzt und nach den Variablen auflöst. Ja, im Allgemeinen sind die Funktionen aber komplizierter, wo man das dann nicht mehr machen kann. Aber da funktioniert diese Methode immer noch, dass man sozusagen immer in Richtung des Gradienten geht. Ja, das funktioniert also immer, ja, auch wenn die Funktion kompliziert ist. Gut, Sie sehen jetzt also, Kurvendiskussion ist doch für irgendwas gut. Ja, also damit kann man optimieren, wird überall gebraucht, ist sehr, 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 sehr grundlegend.